So, nimm deinen Regenschirm mit, dass du ihn nicht vergisst. Wo ist er denn? Da unten. Das ist eigentlich meiner, aber ich leih ihn dir aus, dass du nicht nass wirst. Definitiv meiner. Have a great day. Cool. Ja? Werd nicht nass. Toll, ne? Goodbye. Ich geh jetzt wieder ins Bett. Pum! Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Mittwoch, der 26. Juli. Es ist Sommer und was soll ich sagen? Es war richtig lustig gestern. Ich habe es leider nicht gefilmt. Alina war gestern noch im Büro. Ich habe das rausgeschnitten, weil der Vlog wäre sonst zu lang geworden und so. Und da stand halt der Mac Pro. Und sie hat den so gesehen, da so in der Ecke und meinte so, boah Joel, was ist das denn für eine schöne Vase? Wo hast du die denn her? Wer hat die denn geschenkt? Sie hat tatsächlich gedacht, dieser Mülleimer ist eine Vase. Die Vase wird jetzt repariert. Und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Charlottenburg. Da habe ich einen Termin. Dann will ich nochmal kurz in den Apple Store wegen meinem MacBook Pro fragen, was damit ist, wegen dieser klappernden... in diesem klappernden Trackpad und danach geht's ins Büro. Ich kann schon jeden vorwarnen, der einen mega spannenden Vlog erwartet, es sei denn, es passiert irgendwas Spannendes, aber es wird heute eher, sag ich mal, ein unspannender Vlog. Also, was soll ich sagen? Ich muss die Steuer machen heute. Deswegen schauen wir mal, was noch passiert und was im Vlog passiert. Ja, ich denke, wir sehen uns einfach gleich, wenn ich auf dem Weg wieder ins Büro bin, weil hier draußen, das ist super ugly und da will ich die große Kamera jetzt nicht durch die Gegend schleppen. Ist auch nicht so spannend. Bis gleich. In Berlin gibt es jetzt gerade eine Überlegung, ob man vielleicht durch einen Wolkenbruch wieder für Sommer sorgen kann. Das heißt, man versucht die Wolken sozusagen zu brechen, damit die dann abziehen und abregnen. Und das wird hier gerade versucht. Könnt ihr im Hintergrund sehen. Da oben wird jetzt versucht, sozusagen einen Wolkenbruch durchzuführen, dass wir hier endlich wieder einen Sommer haben, weil alle es inzwischen hier auch nicht mehr aushalten. Ja, finde ich eine gute Aktion. Berlin, großes Kino. Oh, wir haben es geschafft. Gleich im Büro. Ich werde nie wieder rausgehen, Leute. Ist vorbei. Boah. So. Ja, wir sind jetzt quite fresh, würde ich sagen. Ich weiß, ihr werdet mir jetzt wieder eine harte Zeit geben hier, weil ich wieder hier mit dem Ding in das fülle. Ach, ein schönes Geräusch, ne? Wenn der Kaffee da so rein. Womp. Aber ich kann das natürlich nicht immer alles timen, ne? Manchmal muss man halt sich auf andere Dinge konzentrieren, die auch nicht so unwichtig sind. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier am Start. Auch wenn es diesmal heute jetzt noch nicht ganz so umweltbewusst ist. So, ich habe mir auch noch einen Pulli gekauft. Thank you. Und hinten steht drauf: Thank you, have a nice day. Finde ich ganz geil. Ist auch richtig gemütlich. Für so ein Wetter perfekt. Gönnen wir nochmal einen saftigen Schluck aus der Pulle. Und dann wird jetzt ganz hart angegriffen. Ganz hart im Sinne von, die Steuer muss heute fertig gemacht werden. Ich bin nicht spät dran, aber ich bin kurz vor knapp. My least favorite thing. Thank you.
getting lost in a vibe. Too many thoughts getting hard to describe. Hard to be the one to be the runner when it gets too fast. I just wanna be the heart of my tribe. No stop to the drop till I get me the wheels. Hit a beat and it give me the chills. Cause I can hear the ghosts of the people. They're telling me to quit, I'm on the shift till it give me the thrills. Oh man, some nights I'm deep in my mind. Other nights I need me dead real. But the stress I got still won't hold me back. So just ask and see how I feel. Cause I've been out for the many. Looking for the lights so the ground flow steady. Rain from the sky. So Leute, es ist inzwischen 16:22. Ich bin fast fertig mit der Steuer. Also letztes Blatt hier am Stissel. Und ich muss jetzt erstmal was zu Mittag essen. Habe ich sie heimlich beim Selfie-Making erwischt, nee, die Kleine. Ich habe schon gemacht. Du hast schon gemacht? Zeig mal her, was du für ein geiles Selfie gemacht hast. Boah. Insta-Story oder was? Ja. Schön mal beim KDW eingekauft. Ich hoffe, schön auch mit eigener Karte bezahlt. Was? Wo wollen wir denn jetzt was essen? Wo oben, oder was? Ja, hier unten. Ja, ist perfekt. Also wir gehen jetzt mal kurz was essen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Absoluter Wahnsinn heute. Steuerwahnsinn. Ich glaube, 3 Monate fertig geballert. Also das Quartal ist fast fertig. Ich muss nur noch Kreditkartenabrechnung machen. Ich dachte, ich gehe jetzt mal schnell auf Instagram live. Weil dann kann ich da mal ganz kurz euch und natürlich auch allen, die auf Instagram am Start sind, zeigen, wie dieses Tool funktioniert. Ich wollte einmal ganz kurz euch was zeigen, weil mir das sehr viele geschrieben haben. Ich habe ja gestern ein Newsletter rausgeschickt und habe das auch auf Facebook gepostet. Wow, hier kommen jetzt noch richtig viele rein. Marci330, moin. Michi, sei am Start. Stefan Josef Merck, moin. Ich wollte euch nämlich eine Sache nochmal eben zeigen, weil das, wie gesagt, viele auch per Mail gefragt haben und ich dachte, ich teile das nochmal auf diesem Weg, weil es ein bisschen einfacher ist, als das jetzt auf Facebook ewig zu beschreiben. Ja, in Berlin hieß Katastrophenwetter, also über das Wetter möchte ich eigentlich gar nicht reden. Andererseits nutze ich die Zeit, um einfach zu arbeiten und nicht das Bedürfnis haben, rauszugehen und irgendwo in der Sonne zu sitzen. Und zwar hatte ich hier auf, ist auch auf meiner Webseite, auf dem Blog, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, guckt da mal vorbei, da könnt ihr euch unten in den Newsletter eintragen. Es geht einmal um dieses Tool, womit ihr überprüfen könnt, ob eure Kamera, die im Mac installiert ist, genutzt wird von irgendeiner Malware oder von irgendeinem Programm, weil das ist theoretisch auch möglich, dass man es nicht mitbekommt und das ist eine Software, die dieser Sicherheitsforscher Patrick Wardle entwickelt hat. Da gibt es hier dieses Tool, also erstmal Video zu ClamXAV, das kennt ihr wahrscheinlich, und Malware Bytes. Ich würde euch beide Programme empfehlen, weil inzwischen ist diese Sicherheitslücke, sag ich mal, dass auf die Kamera zugegriffen werden kann über diese Malware, ist auch in diesen beiden Tools integriert. Das heißt, damit kann man es auch checken. Und das andere ist dieses Tool selber. Das findet ihr auf dieser Seite. Den Link, wie gesagt, auch auf meiner Webseite. Das ist leider auf Englisch, deswegen hatten, glaube ich, auch viele gefragt. Jetzt kann ich diesen Installer einfach öffnen. Dieses Zeichen drin. Und hier könnt ihr jetzt sehen, dass überwacht wird, wann Mikrofon und Kamera sozusagen benutzt wird. Dieses Tool überprüft das auf jeden Fall. Ihr müsst euch das mal durchlesen. Jeder, der der englischen Sprache mächtig ist, sollte sich dieses Interview mal durchlesen, was ich auf Facebook gepostet habe. Ist schon richtig krass, was da abgeht. Also ich werde nicht in Berlin sein. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig klappt. Ich will es jetzt auch noch nicht verraten, aber es kann sein, dass nächste Woche, irgendwie Mitte nächster Woche, Ende nächster Woche ist, eine krasse Action gibt auf dem Vlog-Kanal. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Wir versuchen das gerade irgendwie zu planen, ob man das noch hinbekommt oder nicht. Checkt mal aus, dass ihr im Newsletter drin seid, weil ich verschicke immer den Newsletter als erstes und poste danach erst auf den anderen Kanälen. Also, sag ich mal, solche gebündelten News versuche ich auch öfters zu verschicken, vor allen Dingen, wenn es irgendwelche Sicherheitssachen sind. Und dann kriegt ihr einfach eine Mail von mir. So.
19 Uhr, Sachen werden gepackt und dann geht's ab nach Hause, würde ich sagen. Desk, see how I feel. Cause I've been out for the many, looking for the lights of the ground floor steady, rain from the sky and the downpours. So, wir nehmen mal gleich den Mac mit für morgen. Ich habe morgen früh gleich als erstes eine Installation. Der Kunde hat bei mir ein neues MacBook bestellt und dann mache ich für ihn die Installation. Die ist ja dann beim neuen MacBook immer integriert. Man hat dann 2 Stunden quasi free und da gehen wir morgen an das Thema ran. Get it back, had to get it back up until I pass. I'ma get up in the track. I ain't met the time and in position. Put a hole in my ambition. Feeling like I'm only slipping in the cracks. And the walls start talking. They say to make it out of city, man, you gotta be an all-star shocking. Hit the beat blumper. Even with a button every swing, you know I knock it out the ballpark off. And I'm feeling like your time is up. They only reaching out for where my hand is at. I've been running like a thief. Even when the younger